Du bist gut, du bist der Beste und du schaffst das. Ich krieg dich schon, Romeo. Oh, ach komm schon, du kannst mich nicht fangen, kleiner Frosch. Doch kann ich. Wart's ab. Oh nein, wenn ich mir vorstelle, was das alles anrichten könnte. Netter Versuch. Leider entspricht dein Eidechsen-Schwimmstil nicht den Anforderungen. Ach, findest du? Vielleicht solltest du lieber Wände hochklettern. Wirst du schon müde? Armer kleiner Zitteraal. Kapiert? Du zitterst ja schon. Ich werde dich aufhalten. Du nennst dich einen Anführer? Ich dagegen werde mit meiner Leichtkrautkraft die Welt beherrschen. Nein! Oh. Und deine Freunde, die dumm genug waren, dir zu folgen, werden für immer in der Höhle festsitzen. Gib nicht auf. Nichts kann den Meister der Tiefe aufhalten. Diese Kraft her. Ich. Wow! Hä? Aber was? Weißt du, vielleicht sollte es noch heller sein. Zurück zur Oberfläche. Wichtige technische Arbeiten sind nötig. Gar nicht erwartet. Stimmt was nicht? Nee, alles gut. Der Meister der Tiefe hat alles unter Kontrolle. Psst, PJ Robo. Wir müssen doch die Scheinwerfer heller machen. Weißt du nicht mehr? Oh ja, ihr wollt es klar und deutlich sehen, wenn mein Roboktopus mir hilft, die Weltherrschaft zu übernehmen. Ja, ich bin auch deswegen wieder hochgekommen. Um euch zu sagen, dass der Roboter sich alles aus Metall schnappt und es verwandelt in Schnörkelarme. Roboktopus-Schnörkelarme, um genau zu sein. Bald ergreifen sie die ganze Welt. Dann müssen alle tun, was ich ihnen sage. Sonst werden sie geschnappt. Und was dann? Dann werde ich, sie nicht gehen lassen, außer sie tun, was ich sage. Für immer! Nicht, wenn unser Meister der Tiefe dich vorher aufhält. Richtig, Gecko? Sicher. Gecko-Mobil Schwingschleuder. Juhu! Ja! Gar keiner Gecko. Er ist schnell. Oh, Roboktopus, da kommt er. Aber ist er mutig genug und folgt dem großen Romeo der Tiefe? Ich wusste, du würdest dich nicht in die gruselige Höhle wagen. Was mein Plan, Roboktopus unter Wasser zu bauen, noch genialer macht. Ich weiß, ich muss es tun. Wird schon schief gehen. Glaubst du immer noch, er gehört zu den Guten? Ich weiß, dass es so ist. Wo ist er hin? Super Tunnelmanöver-Überraschung! Gürbeltil, merkst du das nicht? Romeo will, dass du gegen uns kämpfst. Er ist einer von den Schurken. Also ich muss sagen, zu mir ist er bisher sehr nett gewesen. Quatsch nicht so viel, Muskelpaket. Vernichte lieber die PJ Masks und dann übernehmen wir die Stadt. Augenblick. Du meinst doch bestimmt, dann beschützen wir die Stadt. K-
kommt aufs Gleiche raus. Tu einfach, was ich sage. Ich bin hier das Genie. Romeo wird immer ein Schurke bleiben. Er will dich nur als ein starkes Helferlein. Aber du bist doch mein Helferlein. Ich? Ein Helferlein? Niemals! Dafür habe ich mich doch mit dir verbündet. Ich meine, Helferlein sind Partner. Du hast mich reingelegt. Du bist wirklich ein Schurke, Romeo. Ich bin von niemand dein Helferlein. Ich bin Gürteltill. Und damit du es weißt, ich bin ein echter Held. Es ist vorbei, Romeo. Hey, was hast du vor? Du bekommst jetzt eine super Helferlein-Revanche. Roboter, hilfst du mir mal? Lassen Sie mich mal kurz nachdenken. Roboter! Hier muss Gerechtigkeit her. Und zwar in Gürteltier-Manier. Donnerschlag! Schaut mal, was ich in eurem Gleiter gefunden habe. Wollt ihr nicht lieber gestehen, PJs? Wie sind die da hingekommen? Jemand will uns was anhängen. Aha. Es ist wahr. Du musst uns glauben. Entschuldigt, Diebe. Aber als einziger Held in der Stadt muss ich hier für Gerechtigkeit sorgen. In Gürteltier-Manier. Gürteltill, hör auf! Du richtest mehr Schaden an, als dass du Gutes tust. Ups, das habe ich nicht gewollt. Aber ich höre nicht auf, bevor die Gerechtigkeit gesiegt hat. Ich locke ihn weg. Ihr versucht rauszufinden, wer uns reinlegen will. Super Katzentempo! Gürteltill, ich bin hier. Catboy, komm rauf! Super Katzensprung! PJ Robo, zeig uns die Überwachungsbilder vom Comicladen. Und zwar bevor wir dort waren. Gute Idee. Wenn wir Gürteltill zeigen können, dass jemand anderes eingebrochen ist, können wir beweisen, dass wir unschuldig sind. Nacht-Ninja, das müssen wir Gürteltill zeigen. Ihr könnt davonlaufen, aber ihr könnt euch nicht verstecken, PJ-Diebe. Na, immerhin ist es nicht schwer, ihn zu finden. Ihr seid bereit, euch zu stellen, ha? Huh? Wir stellen uns nicht für ein Verbrechen, das wir nicht begangen haben. Sieh dir das an. PJ Robo, in 3, 2, 1, Start frei. Okay, PJ Robo, beginne mit der Transformation. Und los! Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschützt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gecko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist. Das ist ja das Problem. Gecko, hast du den Kurs eingegeben? Gecko? Hä? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erstmal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist ein Tod im Fallraumschiff. Halt. Was? Ich
Ich hab's. Ich brauche königliche Untertanen, die mich vergöttern. Wieso schwingst du nicht einfach deinen Stab und zauberst welche her? Weil es nicht so läuft, mein kleines Fellknäuel. Stellt euch vor, alle, die ihr kennt und liebt, wären gezwungen, meine treuen Untertanen auf dem Mond zu sein. Für immer! Das wagst du nicht! Ach nein. Und wer will mich aufhalten? Wir natürlich. Wirklich? Dann viel Glück! Super, Gecko Tano. Sei vorsichtig, Gecko. Hey! Wer ist da? Verschwinde, Gecko. Oh, oh. Na, wen haben wir denn hier? Bald schon habe ich eine Sammlung an PJ-Masks, die ich in meiner schicken neuen Festung ausstellen kann. Ich hoffe, dir gefällt dein neues Zuhause, Gecko. Warte, was meinst du damit? Es ist doch ganz einfach. Ich stelle euch aus, so können meine königlichen Untertanen meine Schätze bewundern. Königliche Untertanen? Frag nicht. Also, schön stillhalten, kleine Eidechse. Oh nein, ich bleib auf keinen Fall hier. Werden wir ja sehen. Lauf, Gecko, lauf! Jip, jip, war deine Bewegung richtig? Natürlich! Du bist falsch gelaufen! Mach's nochmal! Schneller! Halt! Zurück mit euch! Ihr könnt uns nicht aufhalten! Keiner hat was von Aufhalten gesagt. Wenn ihr zum Berg wollt, ist das okay, aber tut bitte nichts Böses. Was? Andersherum. Bitte sehr. Und denkt daran, der Rätselberg ist für alle da. Nein, nur für die in unserer Gang. Das ist jetzt der Wölfiberg. Ich zuerst. Nein, ich. Ich auch. Ich glaube, Sie haben das mit dem für alle nicht verstanden. Los, komm! Niemals! Das ist mein Berg. Meiner! Schlitternde Schlange. Super Gecko-Muskel. Wolf-tastisch. Perfektes Versteck. Ich nehme das obere Bett. Ich meine, den oberen Stein. Wir platzieren uns hier und halten alle auf, die hier hochkommen. Hinterlasst überall Pfotenabdrücke. Schreckt sie mit unseren Reviermarkierungen ab. Ugh. Wie wär's, wenn ihr sie einfach anheult? Au! Ojemine, da ist ein Wölfi drin. Ein großer Böser. Leute, das ist nur ein Echo. Das ist ein seltsamer Name für einen großen, bösen Wölfi. Nein, wenn man einen Laut macht und der zurückschallt, ist das ein Echo. Ich hab's aus einem, wie nennt man das? Oh ja, einem Buch. Wolf, glaublich. Sprechende Höhle, heulende Höhle. Hä? Ja, ich nehme an, du hast recht. Ich sollte ihn übergeben an meinen vertrauenswürdigen Roboter. Was passiert hier? Was passiert hier, Meister? Ich fühle mich sehr mächtig. Oh, oh. Bravo, Roboter! Mehr! Mehr! Wow! Ja! Ich habe die PJ Masks genau da, wo ich sie haben will. Lass uns raus! Ich glaube nicht, dass er das tun wird. Wie auch immer. So viel Macht! Wow! Was tust du da? Als dein Meister befehle ich dir, mich abzusetzen. Ich bin jetzt der Meister. Aber wenn ich's recht bedenke, lasse ich sie runter. Wow! Mit dem Kristall kann ich alles und jeden kontrollieren. Wow! Was?
Oh. Er fliegt außer Kontrolle. Ich glaube, der Roboter hat euch jetzt. Okay, vielleicht nicht total außer Kontrolle. Hände weg von mir, du irrer Roboter! Hilft mir doch, Morten! Bleibt weg, Morten! Gegen mich kommt ihr nicht an! Ich sagte, bleibt weg! Wow! Roboter, das hatten wir doch schon! Ich bin dein Meister, weißt du noch? Inkorrekt! Ihr steht jetzt alle unter meinem Kommando! Der Roboter ist aus dem Gleichgewicht. Das ist unsere Chance. Eulenflügelwind! Wir springen, Leute! Wir springen! Bis zum Mond? Verwandeln. Vielleicht glauben sie, wenn sie näher an ihn herankommen, dass... Wow! Mehr Kräfte, dichteres Fell. Meine Reißzähne werden länger, mein Verstand wird... Hoffentlich mal ein paar Ideen haben. Ja, schlauer. Verwandeln wir uns in echte Wölfe. Echte Wölfe? Die sind schon böse genug. Und wenn sie noch mehr Kräfte bekommen... Ich glaube nicht, dass Werwölfen so funktioniert. Wie willst du das wissen? Du bist eine Eule. Auch wenn es nicht funktioniert, werden sie dabei meinen Katzenflitzer schrotten. Es geht hier nicht nur um deinen Flitzer. Es geht immerhin um unsere Stadt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Ich weiß, wie wir meinen Flitzer zurückbekommen. Treffen wir uns im Hauptquartier. Robo, zeig mir, wo die Wölfis sind. Gecko, du musst das Seil werfen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Super Gecko-Muskeln! Dreh das Hauptquartier, PJ Robo! Flatternde Federn! Ich glaube, es hat funktioniert! Hey, ihr habt unser Auto geklaut! Das ist mein Auto! Ach ja, und warum sind wir denn darin zum Mond gesprungen? Bis dann, Wauwau! Ja! Hab dich! Mach Platz für den König! Ich hab meinen Stock! Mir geht's gut. Oh nein! Schon gut, wir machen das. Schließ die Tür! Super Gekomuskel! Wölfi sicher! Also gut. Setzen wir den großen Kerl wieder zusammen. Der Knochen kommt vielleicht dahin. Und der kommt wohl darüber. Und der Kleine gehört dorthin. Da, da, und der da, dort. Und der da dort. Noch einer. Aber die winzigen Vorderarme gehören doch zum T-Rex. Und die Riesenflügel zum Pteranodon. Wir schaffen das. Es ist nur wie ein großes Dino-Puzzle-Spiel. Erledigt. Gackernder Gecko. Es ist nicht perfekt. Das ist eine Dino-Katastrophe. Hä? Wo sind die Wölfis hin? Huh? Wow! Die Knochen sind auf einmal lebendig! Scharfe Krallen, fletschende Zähne. Das Ding sieht aus wie ein ziemlich alter Wolf! Hä? Haben Wölfe wirklich Flügel? Nein, Kevin. Aber abgesehen von den Flügeln sieht er aus wie ein Wolf. Mein neues Haustier, ein Wolfosaurus. Hey! Komm da runter. Diese Knochen sind prähistorisch. Das bedeutet alt. Was ist das? Ich stimme euch zu, meine Ninjalinos. Armes Eidechslein.
Dann mal los. Ninjalinos! Flatternde Federn! Ich hätte nichts dagegen, wenn Gecko uns helfen würde. Keine Angst. Wir schaffen das. Locker. Sie brauchen mich nicht. Das schaffen Sie locker. Ich habe hier sowieso noch eine Menge zu tun. Hey, ich bin ja schon fertig. Das war's mit den Klebeklatschern nach Ninja. Das Sitzel mit Grummeln bringt den Berg zum Beben. Wird schon nicht so schlimm sein. Was ist da los? Euer kleiner grüner Freund hat alle meine Klebefontänen verstopft. Aber wenn der Berg Klebe klatschen muss, muss er Klebe klatschen. Was soll das heißen? Mögt ihr gigantische Vulkanausbrüche, bei denen so viele Klebeklatscher den Berg runterfließen, dass sie die ganze Stadt überfluten? Nein? Dann wird euch das nicht schmecken. Eidechsenfuß hat mir einen Gefallen getan. Da wäre ich nie drauf gekommen, obwohl ich böse bin. Gecko! Keine Angst, Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Passt auf! Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was machst du? Ich werde euch zeigen, dass ich es drauf habe, indem ich euch einfach alle besiege. Was du da sagst, würde normalerweise nur ein Schurke sagen. Langsam, Gecko. Er ist nur ein großes Kind. Er weiß nicht, was er tut. Noch nicht. Wir müssen ihn sofort aufhalten. Ich lass mich von ihm jagen. Und Gecko, kannst du ihn dazu bringen, nicht mehr zu rollen? Eulette, du fängst ihn mit deinen Eulenfedern. Vielleicht können wir ihn ja wieder zur Vernunft bringen. Hey, Gürteltill! Fang mich, wenn du kannst! Ich krieg dich, verlass dich drauf! Ich bin hier drüben! Komm schon, lahme Schnecke! Du wolltest uns zeigen, was du drauf hast. Wirst schon sehen. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Super Gecko muss gehen. Jetzt übernehme ich Eulenfedern. Wir haben ihn. Gut gemacht, Leute. Super stark, hat einen Schutzpanzer und er kann Tunnel graben. Von wegen, ich wäre nicht gut genug. Bald werde ich der einzige Held in der Stadt sein. Wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Ich schaff das schon. Was ist denn, Roboter? Was ist was? Das habe ich nicht gemeint. Was willst du? Nur meinem Meister dienen, natürlich. Ich versuche, den Strahler aufzuladen, also hör auf, an die Tür zu klopfen. Aber das habe ich nicht, Meister. Und ob, ganz sicher hast du das. Habe ich nicht. Doch, hast du wohl. Hä? Hey! Nein, 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 nein! Vorsicht, Meister! Eulette, wo bist du? Oh, ich glaube, ich weiß wo. Komm! Roboter, du hast die unsichtbare Eule reingelassen. Was hast du dir dabei gedacht? Entschuldigung, Meister, ich habe sie nicht gesehen. Dann schau genauer hin. Das war echt knapp. Ja, Meister. Eulette? Ich bin hier. Habt ihr das gesehen? Also nicht wirklich. Du bist unsichtbar. Schon vergessen? Ich war so nah dran, den Unsichtbarkeitsstrahler zu bekommen. Wir hätten dir doch geholfen. Ich hab gedacht, ich schaff das allein. Ihr habt mich das letzte Mal nicht mit einbezogen.
Aber da lag ich wohl daneben. Ob sichtbar oder nicht, wir sollten als Team arbeiten. Nur auf diese Weise können wir Romeo besiegen. Du hast recht. Was stehen wir hier noch dumm herum? Höchste Zeit, ein Held zu sein. Zusammen. Ich bin hier. Wieder voll aufgeladen. Jetzt mache ich mich selbst unsichtbar. Und übernehmen die Weltherrschaft. Das wollte ich gerade sagen. Übernehme die Weltherrschaft. Du glaubst also, unsichtbar zu sein wäre die Antwort? Tja, was du kannst, kann ich auch. Wo ist sie? Und ich erst recht. Ha, ich bin so schnell, das ist fast genauso gut wie unsichtbar sein. Oh, das macht Spaß. Mir gefällt mein neuer Schlägel. Ich habe euch euren Wunsch erfüllt. Gebt den Schlägel zurück. Er gehört mir. Und ich sage, wenn ich damit fertig bin. Nur noch ein Befehl und dann gebe ich ihn zurück. Vielleicht. Geht's euch gut? Wow, der Drache ist gemein. Vielleicht ist er gezwungen, das zu tun, was Nachtninja fordert. So oder so, wir müssen Nachtninja irgendwie den Schlägel wegnehmen. Aber wie? Wir kommen nicht nah genug ran. Ich habe eine Idee. Ihr beide lenkt Nachtninja ab. Ich versuche, ihn vom Gong wegzulocken. In dem Moment flitzt du Catboy hin und schnappst ihn dir. Alles klar. Super Gecko-Tarnung. Was haben diese peinlichen PJs jetzt wieder vor? Ist auch egal. Sie haben keine Chance gegen den Drachengong. Hey, hier drüben. Hier. Hier. Nein, hier. Eulenflügel weg. Beschütz mich. Kennst du Wind? Mach dich bereit, davongefegt zu werden. Vom Drachenatem! Ah! Jungs, helft mir doch! Ich komme! Super Katzensprung! Ah! Ah! Super Gecko-Muskeln! Danke, Gecko. Gut gefangen. Kein Problem. Den Schlägel zu kriegen ist nicht so leicht. Was sollen wir nur tun? Eulenaugen! Flatternde Federn! Er hat alles geplant! Das stammt auch aus dem Museum. Sieht es jetzt nicht viel besser aus? Nein? Sicher doch! Seht euch nur diese anmutigen Klatscherformen an! Wisst ihr, was man drauf haben muss, um so einen fliegenden Klebeklatscher zu bauen? Die Sachen aus dem Museum! Die Ninjalinos verteilen sie in der Stadt! Er wird alles mit Klebeklatschern bedecken! Das wird die beste fliegende Flummi-Klebeklatscher-Aktion aller Zeiten! Eure Klasse wird nicht das langweilige Museum besuchen! Ihr kommt alle zu mir und bewundert meine unglaublichen Flummi-Klebeklatscher! Meine! Meine! Das wäre aber ein furchtbarer Klassenausflug. Keine Angst, wir kriegen das hin. Ich habe gerade einen Lauf, richtig? Du fliegst ihnen hinterher, Eulette. Catboy, du läufst. Und ich... Katzenohren! Geht zum Rätselberg und haltet euch an den Plan. Der Rätselberg, da wollen sie hin, ist alles Teil des Plans. Aber die Klatscher sind in der Richtung. Woher kennst du den Plan? Weil ich ihn gehört habe. Was denn? Nachtninja hat Plan gesagt. Das könnte alles Mögliche heißen. Oh, siehst du? Die haben ganz sicher etwas auf dem Berg geplant. Du musst sie verfolgen. Ich? Aber... Ich muss hinter den Klatschern her und Eulette muss Nachtninja in der Luft angreifen. Somit bleibst nur du, um rauszufinden, was diese Ninjalinos vorhaben. Also gut, von mir aus. Super Katzentempo! Super Eulenflüge, schon unterwegs! Juhu! Schlitternde Schlange! Sie dürfen dem Schurken folgen und ich darf nur seine Helferlein verfolgen. Gecko, was tust du da? Wo ist der kleine Roboter? Jetzt hat er Spezial-PJ-Farben. Er liebt es, hier zu sein. Er hat den Hauptrechner benutzt.
hat sich die Fahrzeuge angesehen, das Hauptquartier erkundet. Das Hauptquartier erkundet? Was, wenn Romeo ihn wieder kontrollieren kann? Nee, wir haben die Robotersteuerung. Er hat eine neue gebaut. Und sie ist riesig. Aber er will in unserem Team sein. Ist das Teil eingeschaltet, hat er keinen eigenen Willen mehr und wird alles tun, was Romeo sagt. Und der lässt ihn das Hauptquartier zerstören. Das Hauptquartier zerstören? Wenn wir ihn behalten wollen, müssen wir die Steuerung kaputt machen. Sollte Romeo doch die Kontrolle über ihn gewinnen, könnten wir versuchen, ihn damit zurückzuholen. Eine Steuerung gegen eine andere? Ja, besser als nichts. Los, komm! Okay, aber... Ich weiß, der Katzenflitzer ist cool. Es wäre sicher gut, wenn PJ Roboto unserem Team gehören würde. Glaubst du wirklich, Romeo könnte ihn übernehmen? Ich hoffe nicht. Wir müssen sicherstellen, dass PJ Robo auf unserer Seite ist. Da kam der Gecko. Die ist riesig. Bleib hier, Kleiner. Also gut. Catboy, du setzt dein Katzentempo ein und... Oh nein! Sie ist fertig! Sie wird... Die Kontrolle übernehmen? Nee, das ist nur ein gewöhnlicher Kraftfeldwerfer. Aber wir haben nicht sagen hören, es wäre... Eine Super-Robotersteuerung. Teil meines Plans. Genauso wie auch mein Minibot. So ein niedlicher, süßer Robo. Ich wusste, ihr würdet ihn behalten wollen. Also habe ich eine Steuerungsattrappe gebaut und darauf gewartet, dass ihr in die Falle tappt. Los, PJs! Super Eidechsengriff! Hä? Was ist das? PJ Robo! Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude! Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den habe ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat? Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Mask zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat, er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Diese Geräte verwandeln die Festwagen in böse Roboterwagen. Gesteuert von meinen Gedanken. Roboterwagen werden auf den Straßen patrouillieren und alle in Angst versetzen. Niemand wird es wagen, aus dem Haus zu gehen. Und ich beherrsche die Welt! Und ich segle über die Weltmeere! Als gefürchteter Ninja-Pirat! Arr! Was? Ich habe immer davon geträumt, als salziger Seebär meine Ninja-Tricks in böser Piratenmanier über die sieben Weltmeere zu verbreiten! Und was ist, wenn ich seekrank werde und vom Geruch der See grün anlaufe? Nichts, denn ich wollte immer ein Piratenschiff auf Rädern! Oh. Ich nenne es die Jolly Ninja. Oh. Hör auf zu labern und kümmere dich um deinen Job. Deinen Plan, von dem du mir erzählt hast. Oh, ja, ich meine, yo-ho-ho, Ninjalinos!
Macht euch zum Kapern der anderen Wagen bereit. Arr! Schnell! Bringt die Wagen in Sicherheit, bevor sie auch böse werden. Wir verteidigen sie wie beim letzten Mal. Gemeinsam. Der Mondmagnet ist echt ziemlich cool. Komm schon. Hey, stopp! Roboter hat gewonnen! Wie komme ich hier raus? Endlich! Du versuchst zu fliehen, ha? Huh? Mal sehen, auf wessen Seite deine Freunde stehen. PJ Masks, PJ Masks, ich habe Romeo gefunden, da! Catboy, Gecko, ich bin's! Das ist Romeo, er ist verkleidet! Nein, er ist es! Romeo ist ein böses Genie. Natürlich würde er sich verkleiden, und zwar in mich. Wenn du Eulette bist, wieso warst du dann im Labor? Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren wirklich eine überzeugende Verkleidung. Jungs, bitte, ich bin's. Passt auf! Wow. Halt! Nein! Sie hat uns gerettet. Sie ist die echte Eulette. Romeo würde das niemals tun. Mein Plan hat funktioniert. Hiermit schieße ich euch auf den Mond. Was? Ihr kommt nie wieder zurück. Keine Schurken und auch keine Helden mehr. Und ich kann endlich die Welt beherrschen. Nein! Nicht zu fassen, dass wir auf seine Verkleidung reingefallen sind. Ja, das war wirklich ziemlich gemein. Wow. Es ist noch nicht zu spät für Helden. Du hast recht. Was würde Funkelblitz jetzt tun? Was würde Eulette tun?